Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, heute vor 30 Jahren wusste die Welt noch nichts von Tschernobyl. Sie wusste nicht, dass es zwei Tage zuvor bei einer Sicherheitsprüfung in einem sowjetischen Atomkraftwerk zu einer Explosion und einer riesigen radioaktiven Wolke gekommen war. Heute vor 30 Jahren wurde im schwedischen Atomkraftwerk Forsmark erhöhte Radioaktivität gemessen. Nachdem ein Eigenfehler ausgeschlossen worden war, lag die Vermutung nahe, dass es in der Sowjetunion zu einem folgenschweren Unfall gekommen sein musste. Am 1. Mai vor 30 Jahren war in Berlin ein strahlend schöner Tag. Die Berlinerinnen und Berliner verbrachten den Tag der Arbeit draußen, die Eltern spielten mit ihren Kindern auf den Spielplätzen. Aber einen Tag später war die Unsicherheit, war die Angst, war eine Ohnmacht für die Unbeschwertheit gekommen. In West-Berlin wurde gemeldet, dass es zu einem GAU in Tschernobyl gekommen war. Die Taz veröffentlichte über Monate die täglichen Becquerel-Zahlen, aber in Ost-Berlin wusste man auch dann noch nichts. Westfernsehen und eine riesige Auswahl an Gemüse in der Kaufhalle zeugte aber davon, dass etwas passiert sein musste. Ich war damals fast 3 Jahre alt, so alt wie mein Sohn heute, und ich erinnere mich noch schemenhaft an das, was damals war. An regelmäßige Messungen auf Strahlungen in grauen Verwaltungsgebäuden, etliche Diskussionen um das Wetter und an das Gefühl der Unsicherheit, der Unwissenheit und der Ohnmacht. Aus dieser Ohnmacht wuchs eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft. Und stellvertretend für diese Hilfe möchte ich hier Isolde Scheffel vom Verein Berliner Hilfe für Tschernobyl, dem Physiker und ehemaligen DDR-Oppositionellen Sebastian Pflugbeil, selbst auch ehemaliges Mitglied dieses Hauses, vom Verein Kinder für Tschernobyl und Anneliese Bödecker von der Informationsstelle Tschernobyl e.V. danken. 70.000 Kinder aus Tschernobyl konnten sich durch dieses beispielhafte ehrenamtliche Engagement in Deutschland erholen. Aber aus der Ohnmacht ist auch der Wille gewachsen, die Energieversorgung auf neue Füße zu stellen. Wer 1986 gesagt hätte, dass heute 26% Erneuerbare im deutschen Energiemix sein werden und 2022 der letzte Atommeiler in Deutschland abgeschaltet wird, der wäre ausgelacht worden. Die traurige Zäsur von Tschernobyl hat zum deutschen Atomausstieg geführt. Und diese Entscheidung, von Rot-Grün begonnen und von Schwarz-Gelb nach der Atomkatastrophe von Fukushima wieder auf den Weg gebracht, war und ist richtig. Dennoch ist Atomkraft weltweit kein Auslaufmodell. Im Radius von Tschernobyl stehen 150 Atommeiler um Berlin herum. Die beiden Schrottreaktoren, die in Belgien immer wieder von sich reden machen, in Doel und Dihange, die sind sogar nur 600 Kilometer von uns entfernt. Sie sind alt, anfällig und ein erhebliches Terrorrisiko. Das zeigt, Berlin muss auf einen radioaktiven Notfall vorbereitet sein. Der Wille, die Energieversorgung auf neue Füße zu stellen, ist in diesem Haus interfraktioneller Konsens. Berlin hat dazu mit der von allen Fraktionen getragenen Bericht der Enquete-Kommission Neue Energie für Berlin sowie dem jetzt beschlossenen Energiewendegesetz endlich auch einen Anfang gemacht. Hier ist aber auch noch viel Raum nach oben. Im bundesweiten Energiemix, habe ich eben gesagt, liegen wir bei 26%, was Sonnenenergiekraft, Windkraft ausgeht. In Berlin liegen wir bei 1%. Berlin als Metropole muss den Weg der Zukunft einschlagen. Hin zu mehr Energieeinsparung, einer Stärkung der Energieeffizienz und volle Kraft voraus für die erneuerbaren Energien. Die Fehler der Entscheidung für Atomkraft, die begleiten uns tausende Jahre. Nach dem Atomausstieg beginnt der Rückbau der Meiler und die schwierige Endlagerfrage. Gestern wurde von der Atomkommission ein wichtiger Schritt hin zu einem Kompromiss vorgestellt, der auch die Atomunternehmen in die Verantwortung beim Rückbau nimmt. Und aufgrund dieser neuen Ereignisse haben wir eben heute diesen Änderungsantrag gestellt, der diese Forderung nochmal rausnimmt. Klar ist weiterhin, es ist wichtig, dass die anfallenden Kosten der Atomkraft in Milliardenhöhe nicht von der Allgemeinheit getragen werden dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Menschen in Tschernobyl und Fukushima kennen die Gefahren und Kosten der Atomkraft. Ihre Heimat wird erst in 100.000 Jahren wieder bewohnbar sein. Mehrere Millionen Menschen leben dort noch in verstrahltem Gebiet. Das zeigt,
Sicher ist nur das Risiko. Die Zukunft liegt in den erneuerbaren Energien. Vielen Dank, Frau Gebel.